Ein ganz wichtiges Element von Jugendtakt, was wir immer wieder von den Jugendlichen hören, ist, dass es einfach so wahnsinnig toll ist, endlich andere zu treffen, die so sind wie Sie und die gleichen Interessen haben. Und ich habe das Gefühl, beim nächsten Projekt haben die beiden Jungs versucht, diese Experience ein bisschen auszuweiten über das Wochenende in Berlin hinaus, nach dem Motto Gotta Catch Them All. Das ist nämlich das Projekt Catch a Coder. Und das werden euch jetzt Benny und Caleb vorstellen. Einen herzlichen Applaus für die beiden. So, erstmal hallo. Ich heiße Benjamin. Wir haben, und das ist Kalen. Wir haben zusammen das Spiel Catch a Coder entwickelt. Er hat programmiert, ich designt. In Catch a Coder geht es um ein Real-Life-Coding-Game, in dem man andere Coder besiegt oder eher gesagt einspeichert. Coder können sich schützen mit Firewalls, aber auch andere angreifen mit einem Virus, der die Firewall deaktivieren kann. Wir mussten eine eigene Sprache dafür entwickeln, weil wir darüber über die Sprache das Konzentrationsvermögen, aber auch das Gedächtnis trainieren, um die Sprache im Kopf zu speichern. Oben wird eine Karte angezeigt, auf der man sehen kann, wo man ist und andere Coder in der Region auch sieht. Also wie haben wir begonnen? Wir hatten halt eine plötzliche Idee im Bus und wir hatten halt keine Ahnung, wie wir die halt machen sollten. Und dann haben wir einfach ein paar Mentoren gefragt und da haben wir sehr viel Hilfe gekriegt und so. Und dann haben wir einfach sofort begonnen. Und Benny hat halt angefangen zu designen und ich habe Backend und Frontend programmiert von der App. Zur Technik gehört die simple Sprache, die Kamerafunktion, Gesichtserkennung und Google Maps. Ich habe in Android Studio programmiert und hier Benny hat in Procreate designt. Wir sind noch auf ein paar Probleme gestoßen, besser gesagt ich, nämlich dass wir etwas wenig Zeit hatten, weil ich musste noch ein REST API erstellen und davon hatte ich halt keine Ahnung. Ja. Mal weiter. Ja. Wir haben jetzt hier erstmal einen Screenshot von unserer App. Man sieht unten den Punkt, der ist für die Kamera. Und oben sieht man das Menü. Wir haben oben zum Beispiel die Firewall, einen Virus und einen USB-Stick. Auf den USB-Stick werden dann die anderen gespeichert. Unten sieht man noch das Icon. So wird es aussehen, wenn man die App installiert hat. Ich werde noch ein Video zeigen, wie ich designt habe, während er noch etwas anderes sagt. Kannst anfangen. Ja, ich wollte noch sagen, wir danken, dass wir hier sein durften und wir danken auch speziell alle Mentoren, die hier waren und auch nochmal speziell Julia, Karl und jetzt habe ich den Namen, Johannes. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe noch eine kurze Frage zum Verständnis. Sieht das dann, wenn ich das selber spielen würde, sieht das, also bei mir, habe ich das dann quasi wie so eine App auf dem Telefon, das sieht so ähnlich aus wie Pokémon Go sozusagen? Ich habe die Karte und dann laufe ich da rum. Nein, es sollte eigentlich eher so funktionieren wie Augmented Reality, dass man mit dem Handy rumläuft und darüber erkennen. Aber nicht mit einer Brille? Nein. Gut, alles klar. Und hattet ihr auch überlegt vielleicht, dass man auch später Teams bildet sozusagen, weil im Moment ist es doch, wenn ich es richtig verstanden habe, eher so ein einer gegen einen anderen, also One-on-One, oder? Ja, also wir könnten natürlich immer, wenn wir das normal machen würden, natürlich auch Teams hinzufügen, dass irgendwie ein paar Teams gegeneinander antreten, dass sie halt die Firewall attackieren, während die anderen halt in Defensiv gehen. Mhm. Hört sich spaßig an, können wir auch gerne immer machen, dass wir es normal machen werden. Und Teams kann man ja sowieso immer bilden, wenn man einfach ausmacht, dass man sich gegenseitig nicht fängt. Sehr gut. Da ist sozusagen der Kooperationsmodus durch gesunden Menschenverstand schon eingebaut. Ganz herzlichen Applaus nochmal für Catch a Coder, für Benny und Caleb. Dankeschön. Applaus